Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zu einer neuen Lektion in unserem virtuellen Deutschunterricht. Diese Lektion ist für die Schüler, die Deutsch seit 8 oder 11 Jahren lernen und trägt den Namen Hätte ich bloß ein eigenes Zimmer. Mein Name ist Tatjana Schosche und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Welche Lernziele haben wir für heute, beziehungsweise was lernt ihr heute? Heute werdet ihr Gründe für und gegen ein eigenes Zimmer nennen. Dann werdet ihr einen Lesentext und danach einem Video zum Thema Jugendzimmer Informationen entnehmen. Am Ende werdet ihr einen Text über euer eigenes Zimmer schreiben. Und was braucht ihr, um an dieser Lektion teilnehmen zu können? Wie auch bisher braucht ihr etwas zum Schreiben. Ein Blatt Papier oder euer Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, den Internetzugang auf euren Handys, Computer oder Tablets. Und natürlich könnt ihr in jedem Moment eine Pause machen, wenn ihr euch noch einmal etwas ansehen oder anhören wollt oder eine Aufgabe lösen. Stellen wir uns zuerst eine Situation vor. Eine Familie sagt, wir haben zwei Söhne und jetzt auch eine Tochter. Das ist wunderbar. Doch unser Haus ist dasselbe geblieben. Worum geht es hier? Um welches Problem handelt es sich hier? Was denkt ihr? Naja, klar, in dieser Familie ist es zum Familienzuwachs gekommen und die Eltern überlegen sich jetzt, sollen ihre drei Kinder getrennte Zimmer bekommen oder sollen sie in einem gemeinsamen Zimmer sein? Was denkt ihr? Was ist eure Meinung dazu? Viele Familien zerbrechen sich den Kopf mit derselben Frage. Ab wann braucht ein Kind ein eigenes Zimmer? Hier ein Forumbeitrag von einer Zuckerschnecke, die dazu geschrieben hat. Ich würde sagen, so ab 3 ist ein Kinderzimmer, eventuell auch ein gemeinsames mit Geschwistern, auf alle Fälle sinnvoll. Da fangen die Kinder in der Regel an, auch mal alleine zu spielen. Und vor allem gehen sie spätestens dann auch in den Kiga, wo sie Freunde finden, sich gegenseitig besuchen und sich dann auch zum Spielen zurückziehen wollen. Das geht im Wohnzimmer oder im Elternschlafzimmer eben eher schlecht. Also Zuckerschnecke ist der Meinung, dass die Kinder etwa ab 3 Jahren ein Kinderzimmer auf jeden Fall haben sollten. Also auf die Frage, ab wann sollten die Kinder ihr eigenes Zimmer haben, könnten wir antworten, ja, ein Kinderzimmer ist sinnvoll. Etwa mit 3 Jahren beginnen die Kinder alleine zu spielen, dann haben sie auch die Freunde aus dem Kindergarten und sie kommen zum Spielen und dann ziehen sie sich gerne in ihr Zimmer zurück. Natürlich ändert sich ein Kinderzimmer mit jeder Lebensphase, denn ein Kind braucht für jede Lebensphase das passende Zimmer. Am Anfang ist es das Babyzimmer, wenn es nur ganz klein ist. Dann ist es ein Spielzimmer, wo es mit seinen Freunden spielen kann. Und wenn das Kind in der Pubertät ist, und ein bisschen später, dann ist es das Jugendzimmer. Ihr seid Jugendliche und ihr habt ein Jugendzimmer. Deswegen könnt ihr sicherlich sagen, was sich alles in einem Jugendzimmer befindet. Welche Möbel, was für Dekoration, welche Gegenstände und anderes. Überlegt euch ein bisschen. Mit der Pubertät ändern sich Vorlieben und Bedürfnisse von Kindern grundlegend. Das ist aber natürlich. Wollt ihr noch immer die bunte Spielzimmereinrichtung haben? Nein, natürlich nicht. Das ist euch jetzt peinlich. Jetzt muss dringend eine neue Einrichtung her. Zum Beispiel ein Arbeitsplatz mit PC ist jetzt unverzichtbar, wie ein geräumiger Kleiderschrank für die aktuellen Modetrends. Und auf einem trendigen Sitz- oder Schlafsofa könnt ihr mit euren Freunden klatschen. Und was sagen Jugendliche selbst über ein Teenie-Zimmer? Das ist ein Rückzugsort, an dem auch mal mit Freunden möglichst ungestört gechillt werden kann. Und da die Kinder in diesem Alter ganz konkrete Vorlieben und Abneigungen haben, ist es ratsam, Entscheidungen für die neuen Möbel gemeinsam zu treffen. Das bedeutet Eltern zusammen mit ihren Kindern.
Und wie viele Jugendliche sind es eigentlich, die ein eigenes Zimmer haben? Haben mehrere ein eigenes Zimmer oder teilen sie sich ein Zimmer? Was denkt ihr? Eine Umfrage aus 2011 hat gezeigt, dass ganze 85% ein eigenes Kinderzimmer haben. Drei Viertel der Kinder, die Geschwister haben, können im eigenen Zimmer ihre Hausaufgaben machen. Fast jedes zweite Kind kann am eigenen Computer büffeln. Nur jedes fünfte Kind muss sich das Zimmer mit seinen Geschwistern teilen. Daraus können wir schließen, dass die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland ein eigenes Zimmer hat. Und wie sieht die Situation mit eigenen Zimmern in Kroatien aus? Das werden wir gleich erfahren. Wir werden nämlich eine kleine Umfrage unter euch durchführen mit nur drei Fragen. Hast du ein eigenes Zimmer? Was ist dir in deinem Zimmer am wichtigsten? Was hättest du noch gern in deinem Zimmer? Und diese Umfrage werden wir mit einem digitalen Werkzeug durchführen. Dieses digitale Werkzeug heißt Google Forms und das Formular könnt ihr unter dem folgenden Link finden: bit.ly/Eigenzimmer oder durch das Scannen dieses QR-Codes. Nachdem ihr das Formular versandt habt, könnt ihr euch die anderen Antworten ansehen, indem ihr auf Folgendes klickt. Pogledaj prethodne odgovore. Hier befindet sich die Statistik. Doch warum ist es eigentlich sinnvoll, dass die Kinder ein eigenes Zimmer haben? Es wurde mehrmals betont, dass das sinnvoll ist, doch aus welchen Gründen? Zum Beispiel verschiedene Geschlechter. Wenn es in der Familie einen Sohn und eine Tochter gibt oder einen Sohn und zwei Töchter oder umgekehrt, dann vielleicht. Oder Freunde einladen. Wenn der Große Freunde da hat, dann kann die Kleine oder der Kleine ins eigene Zimmer und wir nicht aus ihrem eigenen Zimmer ausgesperrt, wenn die Großen selbst spielen wollen. Privatsphäre. Jedes Kind möchte in seinem Zimmer Privatsphäre haben, denn der Große braucht auch mal private Zeit für sich, zum Beispiel zum Hörspielen hören oder etwas anderes zu tun. Einer der Gründe ist auch Schlafverhalten. Denn wenn jeder, dann kann jeder so lange schlafen, wie er oder sie das will und wird nicht wachgeflüstert. Und warum eigentlich nicht ein geteiltes oder ein gemeinsames Zimmer? Welche Pro- und Kontra-Argumente gibt es dafür? Ein Patentrezept fehlt. Für die Eltern entstehen bei beiden Modellen Vor- und Nachteile. Darüber könnt ihr in einem Text lesen. Der Text heißt Geschwisterzimmer, wenn sich Kinder ein Zimmer teilen. Und den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/geteiltes. Eure Aufgabe ist es jetzt, dass ihr Pro- und Kontra-Argumente für ein geteiltes Zimmer in diesem Text findet. Und zwar für die Periode zwischen 11 und 14 Jahren und ab 14 Jahren. Macht jetzt Pause und macht diese Aufgabe. Und war es schwer, diese Aufgabe zu machen? Ich bin mir sicher, dass es euch leicht war und dass ihr die gleiche Lösung wie ich gefunden habt. Für die Periode zwischen 11 und 14 Jahren ein Pro-Argument ist, dass ein gemeinsames Zimmer zu Beginn der mittleren Schule Stabilität vermitteln kann. Dagegen aber spricht etwas anderes. In der Vorpubertät verändern sich Stimmungen rasant. Streitereien sind an der Tagesordnung. Deswegen wäre es also nie so gut, dass sich die Kinder ein Zimmer teilen. Ab 14 Jahren, das ist sehr interessant, gibt es keine Pro-Argumente. Aber dagegen gibt es zwei Argumente. Starke psychische und emotionale Veränderungen und beginnende Sexualität. Es gibt noch zwei weitere Gründe, warum ein geteiltes Zimmer im Alter ab 14 Jahren nicht eine perfekte Lösung ist. In dieser Zeit benötigen Kinder nämlich ihr eigenes Reich, um sich jederzeit zurückziehen zu können und Ruhe zu haben. In ihrem eigenen Zimmer können sie nämlich Privatsphäre schaffen. Daraus können wir schließen, dass ein eigenes Zimmer viel, viel besser ist. Jetzt kommen wir zu einem Video. Bevor ihr aber das Video startet, sind hier die Fragen, die ihr während des Hörens und Sehens beantworten sollt und eure Antworten natürlich aufschreiben.
Die Fragen sind: Mit wem hat sich Alex immer sein Zimmer geteilt und wie lange? Was hat Ihnen Vater immer abends erzählt? Was passierte, als sein Bruder mit Burg spielen wollte? Warum streiten sie häufig? Was hätte er gern und warum? Wie würde er sein Zimmer einrichten? Das Video könnt ihr unter folgendem Link finden: bit.ly/alexzimmer. Und beantworte die Fragen während oder nach dem Hören und Sehen. Und hier sind die Antworten auf die Fragen. Alex hat sich sein Zimmer seit seiner Geburt immer mit seinem Zwillingsbruder geteilt, also 15 Jahre lang. Der Vater hat ihnen immer Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als der Bruder Burg spielen wollte, raste Alex dann mit seinen Rennautos durch. Sie streiten häufig, weil sie sich einen PC teilen müssen. Habt ihr euch aus dem Video gemerkt, was noch in das Frauenzimmer von Alex gehört? Das könnt ihr hier auf dem Foto sehen. Einen Sessel. Er sagt, ein richtig edler Ledersessel mit einer Rückenlehne, wo er sich reinpflanzen kann zum Fernsehen. Und auf die Frage, wie wäre sein Zimmer, antwortet Alex mit: Es wäre wirklich cool. Warum hätte Alex ein eigenes Zimmer so gern? Und wie beschreibt er dieses ideale Zimmer? Er sagt, er hätte gern ein eigenes Zimmer, wo er Privatsphäre haben könnte. Er hätte gern ein fettes Bett, einen fetten Fernseher und einen eigenen Computer. Er baut sogar eine Minibar ein. Eine Kaffeemaschine und ein Billardtisch gehören auch dazu. In diesem Kontext bedeutet fett hervorragend, sehr gut und schön. Das kommt in der Jugendsprache vor. Am Beispiel der letzten Sätze von Alex erklären wir ein bisschen Grammatik. Alex sagte, er hätte gern ein eigenes Zimmer, wo er Privatsphäre haben könnte. Er hätte gern ein fettes Bett. Sein Zimmer wäre modern. Hätte und wäre bedeuten, dass er das noch nicht hat. Das sind seine Wünsche, seine Träume. Hätte übersetzen wir mit imao bih ili imala bih rado nešto, wäre to bi bilo ili ja bih bio, also sein Zimmer wäre modern, njegova soba bi bila moderna. Er hätte gerne ein fettes Bett, on bi imao rado jedan odličan super krevet. Diese Formen, er hätte und sein Zimmer wäre, sind Konjunktiv Präteritum. Diese Bezeichnung sagt uns, dass das vom Präteritum entstand. Also im Präteritum lautete es, er hatte, und dieses Präteritum bekam noch den Umlaut. Und so entstand die Form, er hätte. In den anderen Formen, ich hätte, du hättest. Vom Präteritum ich hatte, du hattest. Und im Plural lauten die Formen wir hätten, ihr hättet und sie hätten. Wie steht es mit dem Hilfsverb sein? Die Form wäre entstand wiederum vom Präteritum war mit dem Umlaut wäre. Und in den anderen Formen ich wäre, du wärest. Vom Präteritum ich war, du warst. Und im Plural lauten die Formen wir wären, ihr wäret und sie wären. Damit ihr diese Formen des Konjunktiv Präteritums von Hilfsverben noch ein bisschen einübt, gibt es hier eine Online-Übung. Die findet ihr unter dem Link bit.ly/konjunktiv oder unter diesem QR-Code. Und bitte macht die Übung. Am Ende gibt es noch eine produktive Aufgabe für euch, damit ihr ein bisschen euer Zimmer beschreibt. Und wie wäre es mit deinem Jugendzimmer? Was hast du und was hättest du alles in deinem Zimmer gern? Wie würdest du es einrichten? Was für Möbel hättest du gern? Was für ein Bett? Was für Wände? Hättest du gern Wände in 3D? Was für Wanddeko hättest du gern? Bitte schreibt einen Text von etwa 150 Wörtern. Das heutige Thema des eigenen Zimmers
enden wir jetzt mit einem Zitat. Das Zitat steht hier. Warum haben Frauen so wenig gute Literatur verfasst? Sie haben nie ein eigenes Zimmer gehabt. Seid ihr der gleichen Meinung? Was denkt ihr darüber? Und wer hat das geschrieben? Wisst ihr das vielleicht? Das Zitat stammt von Virginia Woolf aus ihrem Essay, das zu einem Literaturklassiker geworden ist. Und Virginia Woolf begründet weiterhin ihre Aussage. Sie sagt, um als Schriftstellerin kreativ und erfolgreich zu sein, bräuchten Frauen unter A eigenes Geld und unter B ein eigenes Zimmer. Also ein eigenes Zimmer war sehr wichtig, auch für die Frauen. Am Ende bleibt uns nur noch die Selbstkontrolle zu machen, damit wir sehen, ob wir die Lernziele erreicht haben. Kann ich Gründe für und gegen ein eigenes Zimmer nennen? Bitte bewertet euch. Kann ich einem Lesetext und einem Video zum Thema Jugendzimmer Informationen entnehmen? Kann ich einen Text über mein eigenes Zimmer schreiben? Könnt ihr also das sehr gut, so oder nicht so gut machen? Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zu der nächsten Lektion. Auf Wiedersehen. Tschüss.